Weiter geht's beim Pokémon Trading Card Game. Ich möchte eigentlich gleich mal ein neues Deck zusammenstellen. Bin mir aber noch nicht ganz genau sicher, welches. Ich habe aber das Gefühl, dass Ronald gleich wieder bald wieder auftauchen wird. Und daher habe ich hier ein Safe Set gemacht. Shit. Ganz ehrlich, es gerochen, ey. Scheiße. Hey, Duran, bist du besser geworden? Ich habe schon die sechste Medaille gewonnen. Ich sehe aber auch, dass du besser geworden bist. Gewinnst du, gebe ich dir noch eine seltene Karte. Und jetzt los geht's. Starker Ronald-Deck. Ja, und das ist wieder so eine Karte, die möchte ich eigentlich gerne haben, um sie euch zu zeigen. Und deshalb will ich dieses Duell auch gewinnen. Shit. Obwohl, das Tangela ist super. Naja, das nehmen wir am Anfang mal. Oh, gefühlte vier Pokes als... Ach ja, sechs Kartenkampf ist halt ja. Was hat er denn? Na klar, er hat das gute Electek. Scheiße, ja, der hat Superkarten natürlich, ne? Ein riesen Durcheinander an Karten hat er. I can only hope I can beat him. Das Tangela wird auch mal aufgepeppt, das war das Gute, ne? Ja. Und ein Dodo, okay. Perfekt. Ich stärke das andere Tangela auf jeden Fall schon mal, damit ich, in der Not die Giftpeitsche habe. Bill setzt nochmal ein, um zwei Karten ziehen. Perfekt, zwei Pflanzenenergiekarten, super. Das könnte wehtun, jetzt hat die nämlich Donnerschlag. Oh, ein Nocturne, okay. Donnerschlag, 30 plus. Juhu! Ein Donnerschlag, eine total starke Attacke. Die ist echt gut. Pflanzenenergie für das Tangela. Ach Mann, jetzt hätte ich ihn gerne noch verparalysiert gehabt. Dann kann ich ihn halt in der nächsten Runde killen. Pantymos, okay. Pantymos ist überhaupt nicht wild. Aber das ist egal. Ich finde den Soundtrack so geil. Voll geil. Gut, dann holen wir auf jeden Fall das zweite Tangela. Rein Hornlio ist auch da. Und eine Pflanzenenergie auf. Auch das Myrop, weil dann kann es angreifen. So, Giftpeitsche. Dann ist es wenigstens down, das Electek. Noch eine Pflanzenenergie. Gut. Oh, Pantymos, okay. Das ist super, dass der Pantymos gerufen hat. Den Tangela hat nur schwache Angriffe. Das trifft sich außerordentlich gut. So. So, Professor Eich. Jetzt bin ich mal gespannt, was haben wir da? Lol, ewig viele Pflanzenenergiekarten. Krass. Das ist natürlich perfekt. Und eine Tauschkarte noch dazu gekriegt. Pantymos erstmal schön vergiftet. Ah, er hat Tausch benutzt. Okay, macht aber gar nichts. Das macht wieder was. Das heißt, dass er gleich im nächsten Zug meinen Poke wahrscheinlich vernichten kann. Wieder Kukuna aufrüsten, um mit ihm Stachelspore machen zu können. Nocturne erstmal vergiften. Dann kriegt er wenigstens in der Zwischenrunde Schaden. Oh, Gott sei Dank, ich habe keine Energiekarte gehabt. Sehr gut. Eine Plus-Power. Ja, dann machen wir doch mal. Ich habe hier doch noch Tausch, genau. Kukuna. Setzen die Plus-Power ein und vernichten auch Giftpuder. Ist das geil. Mit Giftpuder das Nocturne. Ich dachte, es wäre Stachelspore, aber das Giftpuder ist noch besser. Perfekt. Nocturne ist down. Oh, ein Bisaknosp. Das ist eine super Karte. Alles klar, jetzt hat er Kangama. Kangama ist natürlich eine Wall. Allerdings nicht unbedingt für ihn ratsam. Wir holen uns Bisaknosp, versuchen es zu vergiften. Ah, schade. Aber wir haben immerhin mit 80 KP auch unser Kukuna hier stehen, das auch noch einiges aushält. Raupi, ja, ich habe gerade keinen Platz, aber halt. Eine Pflanzenenergie für Bisaknosp ist noch drin, damit es auch angreifen kann. Sehr gut.
Damit haben wir kein Gamma vergiftet. Das sieht momentan richtig gut aus für uns. Ein Zug ist kein Gamma Auftau. Eine weitere Pflanzenenergie geht mal an Tangela. Wie viel braucht das Ding? 3 Pflanzenenergie für Giftpuder, was dann auch auf hundertprozentige Weise sitzt. Das heißt, die nächsten Pflanzenenergiekarten, wenn nichts Besonderes kommt, gehen an Kukuna, an Tangela. Ja, und ihr seht ja auch mit dem Pflanzendeck, was ich hier eigentlich verfolge. Das ist einfach an sich eigentlich nur ein typisches Vergiftungsdeck. Das ist uncool. Jetzt hat man Tangela geholt. Ach, gemein. Komm, nochmal Zahl. Ah, nein! Das wäre so geil gewesen. Hätte Tangela tatsächlich überlebt. Naja, gut. Macht nichts. Das kann passieren. Wir holen auf jeden Fall... Bisa-Knospe ist auch eine Idee. Aber ich hole Kukuna wieder rein. Kann jetzt Raupi spielen und die Raupi erstmal ein bisschen aufstocken. Ja, mal plus Power, komm. Wenn es nicht vergiftet ist, wäre Dodo im nächsten Zug auf jeden Fall weg. Also muss er gleich tauschen. Der greift an. Tatsache. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gewettet, dass er Dodo auswechselt, weil Dodo jetzt auf jeden Fall down ist. Raupi entwickelt sich zu Safcon. Pflanzenenergie auf Safcon. Energiesuche aktivieren. Und Giftpuder. Das ist schon ein schönes Pflanzendeck, muss man ja wohl, könnte mal nichts gegen sagen, oder? Ein Pokéball, perfekt. Dadurch könnte ich Bisaflor holen, falls es im Deck ist. Und er bereitet sein Kangama tatsächlich auf einen Angriff vor. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Spielen wir mal den Pokéball. Jawohl! Komm, sei im Deck. Ja, da ist es! Oh, ich könnte auch Bibor holen. Du Nadel Giftstachel. Ja, komm, hol mir Bibor. Ja, ich habe Bibor noch nicht gespielt. Und Bibor mit Giftstachel mit 40er Schaden ist natürlich auch geil. Hehe. Vergiftet. Warum nicht? Wir können ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? Sein Kagama ist eh down. Wir wissen, dass Bisaflor im Deck ist. Ist nur eine Frage der Zeit, bis wir ihn dann vielleicht auch mal ziehen. Ja. Wir rüsten Bisaknosp mal so weit auf, dass er in Ruhe zu einem, sag mal schnell, Bisaflor werden kann. Und ich mache meistens Giftnadel mit meinem Bibor, weil ich Respekt vor Duo-Nadel habe. Es kann zwar 60 Schaden machen, es kann aber auch gehörig nach hinten losgehen. Frech, macht einfach Stampfer. Danke. Pflanzenenergie auf. Jetzt wieder Tangela und Giftstachel. Sehr gut. Der hat tatsächlich. Ich wundere mich, dass er sein Panchimos nicht eingewechselt hat. Und damit ist der Sieg mein. Das Gift vernichtet ihn. Letzter Preis und gewonnen. Ein überraschender Sieg gegen Ronald, der auf einmal aufgetaucht ist. War gut, ne? Volltreffer. Ich habe dich gewinnen lassen, aber es ist, wie es ist und ich gebe diese Karte. Du erhältst Vorteilskarte Super Energiezugewinnung und die ist nice, Leute. Tausche 2 andere Karten aus deiner Hand gegen bis zu 4 Basisenergiekarten aus deinem Ablagestapel. Sei nicht so großspurig, nur weil du gewonnen hast. Legendäre Pokémon-Karten gehören mir. Ist das nicht krass? Super Energiezugenüssen. Toll. Oh, und E-Mail 7. Bist du deinem Ziel, die legendären Pokémon-Karten zu erben, näher gekommen? Alex vom Psycho-Club. Ich habe einige Informationen über sein Deck. Es scheint, als nutze dieses Deck den Schadenstausch von Simsala. Es wird schwierig werden, sein Deck mit Psycho-Pokémon zu besiegen. Psycho-Pokémon sind trickreich, da ihre Schwäche bei den Psycho-Pokémon liegt. Versuche ihn zu besiegen, bevor sein Pokémon sich zu Simsala entwickelt. Alex ist ein starker Gegner. Hier, dies ist für dich. Der ist auch stark eigentlich, aber wir habt ja in den letzten Part gesehen, dass man ganz einfach gegen ihn gewinnen kann. Pokémon Power Wechsel hat Omort hier. Einmal während des Zuges kannst du den Typ von Omort in den Typ eines im Spiel befindlichen Pokémon deiner Wahl verwandeln. Dankeschön, halte durch. Ja, ich halte durch.
I do my very best.